Heute ist ein besonderer Abend. Ich freue mich, euch alle wiederzusehen. Es ist Sabbat und wir haben Zeit und Ruhe, dass wir diese Möglichkeit nutzen, das Wort Gottes in der Tiefe zu studieren. Vor einigen Jahren, wurde mir die Verantwortung für eine neue Gemeinde übertragen. Und so habe ich die Möglichkeit genutzt, wie es am Anfang so üblich ist, dass man die Liste durcharbeitet und die Mitglieder, die Gemeindeglieder besucht. Und da war eine Frau, ein Gemeindeglied, die war schon seit längerem nicht mehr in der Gemeinde. Man hat sie nicht mehr gesehen. Und es war mir ein Anliegen, sie zu besuchen, sie zu ermutigen, wieder in die Gemeinde zu kommen, Gemeinschaft zu haben, dass wir das Wort Gottes gemeinsam studieren. So habe ich einen Termin vereinbart und ich fuhr zu diesem Ort, war schon gespannt, wem werde ich begegnen, wie wird das Gespräch ablaufen, was ist wohl der Grund, dass diese Frau, dieses Gemeindeglied nicht mehr kommt. Woran kann es liegen? Ich wurde empfangen, es war ein sehr netter und warmer Empfang. Wir hatten einen schönen Start, ein gutes Gespräch, erstmal Smalltalk und dann gingen wir in die Tiefe. Und ich erkundigte mich, wie es ihr so geht und sie erzählte mir, dass es ihr gut geht. Sie hat einen guten Beruf. Sie genießt das Leben. Sie hat einen Freund, sie ist glücklich. Und dann fragte ich sie, was hindert dich, wieder die Gemeinde zu besuchen? Wir vermissen dich. Die gute Gemeinschaft, das gemeinsame Bibelstudium, Gottesdienst zusammen feiern. Und so sagte sie mir, ja, das ist dir auch aufgefallen. Nach einiger Zeit ist da irgendetwas verloren gegangen. Man hat sich so ein bisschen auseinandergelebt. Der Glaube ist im Alltag ein bisschen verloren gegangen. So antwortete ich ihr, ja, aber wir können das doch wieder beleben. Wir können doch wieder das in Angriff nehmen. Wir können gemeinsam die Bibel studieren, wir treffen uns regelmäßig und ich bin mir sicher, dass dann die Freude wiederkommt. Dann schaute sie mich an und sagte mir, ich möchte ganz ehrlich mit dir sein. Weißt du, die Gemeinde, die Menschen dort, das sind wirklich ganz nette Menschen. Ich habe mich immer wohlgefühlt dort. Die Adventisten, das sind wirklich nette Menschen. Ich meine, das hört man gern, wenn man jemanden besucht. Aber dann sagte sie mir, weißt du, der gute Beruf, der Wohlstand, mein gutes Leben, irgendwie bin ich zu gemütlich geworden und da passt Jesus nicht mehr so hinein in mein Leben. Eine ehrliche Aussage, aber tief in meinem Herzen hat mich das getroffen. Ein gutes, gemütliches Leben und Jesus passt da nicht mehr hinein. Mit diesen Worten und einigen Worten der Verabschiedung trennten wir uns, wir schüttelten die Hand. Ich sagte ihr, wir sind immer offen. Wenn du wieder Interesse hast, wenn du den Wunsch hast, besucht zu werden oder die Bibel zu studieren, lass es uns wissen. Ich würde gerne noch einmal kommen. Ich habe nichts mehr gehört. Ich ging die Treppe hinunter, setzte mich in mein Auto und eine tiefe Traurigkeit erfasste mein Herz. Da ist ein Mensch und Jesus Christus passt nicht in das Leben dieses Menschen. Ich machte den Motor an und fuhr weiter, denn ich hatte einen zweiten Termin. Auch bei einer Frau. Sie war kein Gemeindeglied,
Nach dem Youth and Mission Congress in Mannheim wurde sie während dem Outreach, während dem Missionseinsatz von Haus zu Haus gefunden und sie hat Interesse bekundet, die Bibel zu studieren. Und so saß ich dann da, ich habe sie besucht, sie hat aufgemacht, sie hat mich reingelassen, sie hat sich schon gefreut, dass da jemand vorbeikommt und wir saßen da und sie wollte mit mir die Bibel studieren. Was gibt es Besseres? Wir gingen zusammen die Texte durch, ihr war es ein Anliegen, sie wollte gern mehr über Jesus wissen. Wir schauten die Texte an, wer war Jesus, was hat er gesagt, was hat er versprochen, dass er wiederkommen wird, dass wir mit ihm ewig leben werden. Und so fragte ich sie am Ende, möchtest du nicht auch mit Jesus leben? Möchtest du nicht Jesus Christus als dein Erlöser und als deinen Herrn annehmen und denjenigen, der wiederkommt? Und sie sagte mir, ich möchte von ganzem Herzen. 2 Besuche, 2 unterschiedliche Besuche und Entscheidungen, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Jesus Christus hat etwas Interessantes versprochen. Etwas versprochen, das die Menschen schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden fasziniert. Auf das die Menschen warten und für das, das ein wichtiger Punkt ist, wo sie sagen, wow, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte das, was er sagt, annehmen und mich besonders auf dieses Ereignis freuen. Das, was in der Zukunft ist. Und ich möchte euch einladen, dass wir diesen Text lesen. Diesen Text, der mich schon immer wieder fasziniert hat. Ein Ereignis, wo ich glaube, und das auch, was die Bibel sagt, dass kurz, nur noch eine kurze Zeit, dann werden wir das erleben. In Offenbarung 19, Vers 11 bis 16. Offenbarung 19, Vers 11 bis 16. Da heißt es, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Er untertrug einen Namen geschrieben, den niemand kennt als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißen, reinen Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Was für eine Geschichte, was für ein Abschnitt in der Bibel, was für ein Ereignis, das wir erleben dürfen. Da kommt Jesus Christus, symbolisch dargestellt auf einem Pferd, mit seinen Engeln. Ein Ereignis, das die Welt erschüttern wird. Ein Ereignis, auf das ich mich unglaublich freue. Und Jesus kommt nicht nur so einfach daher, nein, er kommt als der Sieger, als der König aller Könige. Und dieses Ereignis möchte ich auf keinen Fall verpassen. Und vor allem, ich möchte auf der Seite des Siegers sein. Dieser Abschnitt hat mich schon wirklich immer fasziniert. Jesus kommt als Sieger, die Wiederkunft von Jesus. Und es lag mir so auf dem Herzen, nach meiner Bekehrung, ich habe euch das in der ersten Ansprache am ersten Abend erzählt, wie mich das dann gepackt hat, als Jesus Christus, als Gott mich gefunden hat. Und es mir eine Freude wurde, das mit anderen Menschen zu teilen.
So hatte ich die Möglichkeit, nach meinem Abitur, direkt nach meinem Abitur, nach Kenia zu fliegen, um dort zum ersten Mal in meinem Leben eine Evangelisation zu halten. Mehrere Wochen Vorträge jeden Abend. Es war eine besondere Zeit und ich freute mich, Jesus Christus, seine Wiederkunft und das, was er uns mitgeben möchte, mit anderen Menschen zu teilen. Wir kamen dort an und es war ein Freitag, genauso wie heute. Eine kleine Bühne wurde vorbereitet auf einer Wiese und dort sollte es stattfinden. Dort sollten wir die Wiederkunft von Jesus verkündigen. Das war das Thema des ersten Abends. Daniel 2, die verschiedenen Reiche und dann der Stein, Jesus Christus, der kommen wird. Und an diesem Abend, als es dann losgehen sollte, haben wir festgestellt, dass einige Dinge noch nicht fertig waren. Ich hatte meinen Beamer dabei und meinen Laptop dabei. Und mein Laptop brauchte ich, um die Präsentationen zu zeigen. Und den Beamer brauchte ich, damit das projiziert wird. So dass die Menschen, die kommen, am Abend kamen durchschnittlich um die 800 Personen, um zuzusehen, zuzuhören. So habe ich meine Technik aufgebaut und mir wurde eine Steckdose gereicht, ein Verlängerungskabel mit einem Anschluss. Man sagte mir, du musst entscheiden, was du nimmst, den Beamer oder dein Laptop. Das war eine schwere Entscheidung, denn ich habe beides gebraucht. In meinem Laptop hatte ich noch genau, ich habe nachgeguckt, 30 Minuten Zeit, so lange würde mein Akku noch halten. So habe ich mich entschieden, wir nehmen den Beamer und wir werden beten wie nie zuvor, denn ich bin auf die Folien angewiesen. Das ist das, was die Menschen in ihrer Sprache dann sehen. Ich kann kein Swahili, es wurde zwar übersetzt, aber das ist das, was sie sehen sollten. Ich würde zwar in Englisch predigen, aber in ihrer Sprache sollten sie es lesen. Ich ging dann auf diese Bühne und sollte dann den Vortrag halten. Dann merkte ich, weil die Sonne dann schon untergegangen war und es nicht mehr so hell war, dass ich ja meine Notizen gar nicht mehr lesen kann. Und das Licht, hat man mir gesagt, war noch nicht fertig. Ich hatte kein Licht. Also eine gute Vorbereitung, um die Wiederkunft zu predigen, nicht wahr? Da sollte ich über den Sieger aller Sieger predigen, über den König aller Könige und die Ausstattung ist miserabel. Die Vorbereitung, das sieht nicht so aus, dass ich hier über einen Sieger spreche, oder? Über einen, der als König kommen soll. Ich musste zum zweiten Mal beten, wie nie zuvor, denn ich war ja nicht nur aufgeregt, sondern wie sollte ich jetzt diesen Vortrag halten? Die Notizen, die ich nicht lesen konnte. Ich habe den lieben Gott gebeten, Herr, ich habe mich so gut wie möglich vorbereitet. Diesen Vortrag ging ich zu Hause immer wieder durch. Immer den ersten. Nur den ersten. So, dass ich einige Dinge im Kopf hatte. Lieber Gott, hilf mir, dass das klappt. Dann sollte es losgehen. Aber alle guten Dinge sind drei. Das Mikrofon hat leider nicht funktioniert. Und zu 800 Menschen zu predigen, ohne Mikrofon, ohne Lautsprecher, ist etwas schwierig. So musste ich zum dritten Mal intensiv beten. Herr, hilf uns. Und dann wurde verkündigt, und ich darf zur Ehre Gottes sagen, dass diese Predigt ich eine Stunde lang schreien durfte. Die Wiederkunft von Jesus Christus. Die Reiche, die kommen und gehen und das Reich von Jesus Christus, das bleibt.
Und zu Ehre Gottes darf ich sagen, dass dieser Laptop, der nur für 30 Minuten Akkulaufzeit hatte, eine Stunde lang hielt. Und nachdem ich das Amen geschrien habe, ging der Laptop aus und meine Stimme ging auch aus. Wir haben einen Sieger, der da kommt. Und ich möchte an der Seite dieses Siegers sein. Denn wir haben alles zu gewinnen oder alles zu verlieren. Und damit es uns wirklich bewusst wird, dass wir alles zu verlieren haben, möchte ich euch einladen, dass wir einige Texte weiterlesen, und zwar in Offenbarung 20, Vers 1 bis 6. Offenbarung 20, Vers 1 bis 6. Wir haben jetzt zuvor gelesen, dass Jesus Christus kommt als Sieger und wir sind diejenigen, die dann bei seiner Wiederkunft jubeln dürfen. Wir sind diejenigen, die, weil wir an Jesus Christus geglaubt haben, mit in den Himmel genommen werden, um mit Jesus zu sein. Aber es gibt auch Menschen, die wollen nicht mit Jesus leben. Die wollen diesen Sieger nicht haben. Und so beschreibt die Bibel den weiteren Verlauf. Und ich sah, Offenbarung 20, Vers 1 bis 6, und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollenden würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihrer Stirn und auf ihrer Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Ist das nicht unglaublich, was wir hier erfahren? Wenn Jesus Christus kommt mit den Wolken des Himmels als Sieger, da gibt es auf der einen Seite Menschen, die sich freuen, die auf ihn gewartet haben, und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die mit diesem Jesus nichts zu tun haben wollten, die ihn nicht gebraucht haben, die ihn nicht geliebt haben, die ihm nicht vertraut haben, die ihm nicht gefolgt sind. Und diese Menschen, die können diesen Anblick nicht ertragen, denn da kommt die Gerechtigkeit, da kommt die Heiligkeit, die Reinheit, da kommt der Sieger. Und dieser Glanz und diese Majestät wird so schwer zu ertragen sein, dass die Menschen, so traurig das ist, ihr Leben verlieren werden. Die Bibel beschreibt, und wir haben das gerade gelesen, dass die Erde wüst wird, ein Abyssos, ein Abgrund, wüst und leer. Und hier können wir wieder sehen, dass es zwei Entscheidungen gibt, auf welcher Seite ich sein möchte. Auf der einen Seite Jesus Christus, der Sieger. Und auf der anderen Seite Satan, der Verlierer. Auf der einen Seite Jesus Christus, der König aller Könige. Und auf dieser Seite
der Teufel, die alte Schlange. Einsam, alleine, am Boden. Jesus Christus, der Sieger, der in Majestät erscheint und Satan in Ketten gebunden auf dieser Erde. Auf dieser Seite Jesus Christus mit den Heiligen im Himmel. Und auf dieser Seite der Teufel mit den gottlosen Toten. Stärker kann der Kontrast nicht sein. Was für ein Unterschied. Auf welcher Seite möchtest du deine Zukunft verbringen? Auf welcher Seite möchtest du sein? Und damit es nicht falsch verstanden wird, wir sehen immer wieder, dass Gott alles getan hat, um die Menschen zu gewinnen, um ihre Herzen zu gewinnen. Und trotzdem gab es Menschen, die immer wieder Nein gesagt haben und wieder Nein gesagt haben. Und auch obwohl Gott immer wieder mit Liebe zu ihnen gekommen ist und ihnen entgegengekommen ist und alles versucht hat, gab es im Vorfeld ein letztes Mittel, was Gott benutzt hat, um wirklich aufzuzeigen, er hat alles versucht, was er konnte, um diese Menschen zu retten. Aber sie wollten nicht. Denn wisst ihr, die Bibel zeigt auf, nachdem Gott immer wieder mit Liebe und noch mehr Liebe versucht hat, die Menschen zu gewinnen, gibt es nur noch ein Mittel, das Gott benutzt. Er benutzt es nicht gerne, aber das ist sein letztes Mittel, um die Menschen zur Wach zu rütteln, ihnen zu zeigen, wo sie sich wirklich befinden, dass es um alles geht. Es ist Leid, das Gott zulässt oder manchmal zufügt. Und kurz vor der Wiederkunft möchte Gott wirklich deutlich zeigen, ich habe alles versucht, aber diese Menschen wollten sich nicht für mich entscheiden. Ich möchte euch einladen, dass wir Offenbarung 16 aufschlagen, und damit es uns wirklich deutlich wird, Gott hat alles versucht. In Offenbarung 16 werden die letzten 7 Plagen gezeigt. Und dort lesen wir in Offenbarung 16, Vers 8 und Vers 9. Wir lesen von der 4. Plage. Da heißt es in Vers 8, Offenbarung 16, Vers 8, und der 4. Engel goss aus seine Schale über die Sonne. Und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Damit es kein Missverständnis gibt. Gott zeigt auf, ich habe alles gemacht, alles versucht, um die Menschen zu retten. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, die bekehren sich nicht. Und auch wenn hier schon die Endzeit, die Gnadenzeit abgelaufen ist und die Plagen als auf der einen Seite, um zu zeigen, dass keiner sich mehr bekehren möchte, sind natürlich die Plagen auch ein Aspekt der Gerechtigkeit Gottes, um aufzuzeigen, Gott ist gerecht. Und weil diese Menschen ungerecht in ihrer Lebenszeit waren und anderen Menschen Leid zugefügt haben, reagiert Gott. Aber selbst wenn er hier reagiert, zeigt es sich, diese Menschen wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Das ist das Szenario, das wir haben vor den 1000 Jahren. Wenn Jesus wiederkommt, wird es Menschen geben, die sich freuen, ihn zu sehen, und Menschen, die ihn nicht sehen wollen. Und dann beginnen die 1000 Jahre. Menschen, die erlöst sind, haben die Möglichkeit, 1000 Jahre mit Gott im Himmel zu regieren. Es wird gesagt, sie werden auf Throne gesetzt und dürfen auch das Gericht halten. Und das ist eine besondere Zeit, denn über sie hat der zweite Tod keine Macht mehr. Sie sind angekommen, dort, wo Gott ist.
ein Ort, der unbeschreiblich schön ist. Aber hier ist die Geschichte nicht zu Ende. In Offenbarung 20, Vers 7 bis 9 lesen wir weiter. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, Offenbarung 20, Vers 7 bis 9. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Was für ein Bild. Nach den 1000 Jahren kommt Jesus Christus mit dem neuen Jerusalem und mit all den Heiligen auf diese Erde, die wüst und leer ist. Und dann spricht er und alle gottlosen Toten stehen wieder auf. Und jetzt, in diesem Moment, denkt Satan, jetzt hat er noch einmal die Möglichkeit, denn diese Menschen, die jetzt hier auferstehen, haben denselben Hass Gott gegenüber. Es sind die Menschen, die Gott nicht lieben. Es sind die Menschen, die Gott nicht brauchen. Es sind die Menschen, die Gott nicht vertrauen. Und mit ihnen bildet er diese große letzte Allianz. Er möchte in den Kampf ziehen. Und was für mich hier so dramatisch wird, ist, dass hier Menschen sein werden, das sind Menschen, die von der Sünde so verdorben wurden. Denn wir erinnern uns, Sünde ist etwas, was uns dorthin bringt, wo wir niemals hin wollten. Die Sünde nimmt uns gefangen und verändert uns so sehr, dass wir entstellt werden, dass wir das Bild Gottes verlieren. Sünde ist ein Virus. Und Gott möchte uns von diesem Virus befreien. Er ist der Einzige, der das kann. Und deshalb brauchen wir seine Hilfe. Aber diese Menschen wollten diese Sünde nicht abgeben. Sie wollten in der Sünde leben. Und diese Sünde hat sie jetzt an diesen Ort, ihre Entscheidung, ihre persönliche Entscheidung hat sie jetzt an diesen Ort gebracht. Und wisst ihr, was diese Menschen machen? Sie verbünden sich mit dem Teufel und bauen Waffen, weil sie glauben, es ist ihre letzte Möglichkeit, diese Stadt anzugreifen. Denn dort ist jemand, den wir töten wollen. Und so umringen sie dieses Heerlager, diese heilige Stadt, bewaffnet mit Waffen, die sie selbst gemacht haben. Und sie greifen denjenigen an, der dort als König aller Könige erscheint. Es ist Jesus Christus. Ihn wollen sie töten. Ihn wollen sie angreifen. Aber Jesus Christus wird sich nicht ein zweites Mal töten lassen. Er ist einmal gestorben, als er am Kreuz für uns starb. Ein zweites Mal wird er nicht sterben. Und was hier passiert, ist die Dramatik pur. Sie rennen gegen den, der sie erschaffen hat. Sie greifen den an, der sie gemacht hat, der sie von Herzen geliebt hat, der für sie auf diese Erde kam, um für sie zu sterben. Ihn wollen sie töten. Und das ist, was Sünde macht. Mit ihren Waffen in der Hand rennen sie auf Christus zu. Aber die Bibel schreibt, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Und nur Menschen, die Vergebung erhalten haben,
die ein neues Herz von Jesus Christus bekommen haben, können in seiner Gegenwart bestehen. Und so erleben wir das, was in Vers 9 steht. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Was für eine Tragödie. So endet der große Kampf. Und dann, was passiert dann? Dann zeigt uns die Bibel etwas Erstaunliches, etwas Großartiges. In Offenbarung 21, Vers 1 bis 7 können wir die Herrlichkeit Gottes lesen. Das, was er für die Erlösten vorbereitet hat. Ein Ort, nach dem ich mich von Herzen sehne. Da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel. Offenbarung 21, Vers 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Was für ein Moment. Was für eine Beschreibung. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, ich habe große Sehnsucht, das endlich zu erleben. Ich glaube von ganzem Herzen, dass wie es hier in der Bibel steht, dass das wahrhaftig ist und gewiss und dass das kommen wird. Und wir eine Entscheidung treffen können und sollen. Wo möchten wir unsere Zukunft verbringen? Gott legt es uns ganz klar vor. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wir haben alles zu gewinnen oder alles zu verlieren. Es war mir ein großes Anliegen, diese Herrlichkeit Gottes, die Wiederkunft, die neue Erde, das Leben mit Jesus, das, was er uns alles erzählt hat, bei dieser Evangelisation in Kenia anderen Menschen weiterzugeben. Es war eine besondere Zeit. Jeden Abend, am Abend, konnten wir diese Vorträge halten, Menschen Hoffnung vermitteln. Und sie kamen, viele hunderte Menschen, um das zu hören. Jeden Abend wurden wir auch abgeholt und wieder zurück zum Hotel gefahren. Und es war eine Zeit des Dankens und des Reflektierens, was wir gerade erlebt haben. So kam ein Abend, an dem wir unterwegs waren, von diesem Ort, von diesem Veranstaltungsort. Und wir haben uns gut gefühlt. Wir waren Gott dankbar, dass es gut verlaufen ist. Wir waren in einem Auto unterwegs und dieses Auto war etwas älter. Ein Gemeindeglied hat uns jeden Abend mit diesem Auto gefahren. Er war Taxifahrer und das war sein Auto. Die Strecke vom Hotel zu diesem Veranstaltungsort waren 24 Kilometer.
Der Pastor, der für uns zuständig war, sagte uns immer wieder, denkt dran, wenn die Veranstaltung zu Ende ist, möchte ich, dass ihr dann zügig nach Hause zum Hotel fährt. Auch ich möchte zügig nach Hause fahren, sagt er. Und ihr als Europäer, hier ist es gut, wenn ihr in Sicherheit dann seid. Es ist dunkel, ihr habt, und so war es, wir hatten teures Equipment dabei. Ich hatte immer Bargeld mit mir, viel Geld für die Verhältnisse dort. Zudem kam, dass wir auf einer Strecke gefahren sind, auf der wir jedes Mal kontrolliert wurden. Es war eine Strecke, wenn wir aus der Stadt rausgefahren sind und in die Stadt reingefahren sind, wurden wir angehalten und kontrolliert. Es war eine bekannte Straße, bei der durch die Drogen in die Stadt geschmuggelt wurden. Autos, die bepackt waren und Drogen reingeschmuggelt haben. Die Polizei wollte das verhindern. Sie haben Krähenfüße ausgelegt, waren schwer bewaffnet, so standen sie und haben jedes Auto angehalten und kontrolliert. Auch uns, jeden Abend. Der Vortrag war zu Ende, wir saßen im Auto, es war ein schöner Abend. Es ist schön, wenn man Gottes Wort weitergeben darf. Als wir so unterwegs waren und ungefähr die Hälfte, 12 Kilometer hinter uns gebracht haben, merkten wir, dass das Auto komische Geräusche macht. Irgendwas stimmt da nicht. Ich war kein Fachmann. So habe ich einen guten Freund gefragt, der mit im Auto saß. Er kannte sich mit Autos gut aus und ich bat ihn, sprich doch bitte mit dem Fahrer. Klär das ab, was los ist. Irgendwas stimmt da nicht. Er hat mit ihm gesprochen, hat sich dann zu mir gewandt und gesagt, wir haben ein Problem mit der Lichtmaschine und dem Motor. Sage ich, okay, was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Er sagte mir, naja, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass der Motor ausgeht und wir hier stehen bleiben. Dass der Motor ausgeht und wir hier stehen bleiben. Kein schöner Gedanke, dachte ich. Aber wir werden sicherlich gut durchkommen, denn wir sind ja nicht in Deutschland. Hier kommen nicht alle 2 Kilometer, hier kommt kein Dorf oder keine Stadt. Hier ist auch keine ADAC, den ich schnell anrufen kann. Hier ist nichts, die Wildnis und es ist stockdunkel. Und wir sind auf einer Straße. Und diese Gedanken gehen mir dann durch den Kopf, während ich darüber nachdenke, geschieht das, was keiner sich wünscht. Der Motor geht wirklich aus. Und als der Motor ausgeht, rollt das Auto nur noch. Und das Auto rollt und mein Herz wird schneller. Denn ich merke, ich fühle mich unwohl und habe leichte Sorgen. Denn die ganzen Gedanken kommen jetzt. Das Geld, das Bargeld, das ich mit mir habe. Das Equipment, das teure, das ich im Kofferraum habe. Viele tausende Euros. Die Straße, auf der wir uns befinden, wo Drogen geschmuggelt werden, sicherlich nicht von den nettesten Menschen, die hier so rumlaufen. In solchen Situationen hilft buchstäblich nur noch das Gebet, oder? Und es war ein kurzes Gebet. Wir haben die Augen geschlossen und gesagt, lieber Gott, wir sind hier nicht zum Spaß. Wir sind hier, weil wir den Menschen diese wunderbare Hoffnung weitergeben wollten. Das, was du versprochen hast, was auf uns wartet. Bitte sorge du dafür, dass wir sicher ans Ziel kommen. Und was dann passiert ist, ist etwas, was uns zeigt, dass wir einen großen Sieger haben. Es ist nicht der ADAC, der gekommen ist. Nicht die gelben Engel. Gott selbst hat uns geholfen in diesem Moment. Denn plötzlich bekam das Auto einen Ruck. Und während der Motor aus ist, fängt das Auto an, schneller zu rollen und wird immer schneller. Und wir merken, dass hier etwas Außergewöhnliches passiert, aber wir schauen nur nach vorne und sind ganz still, denn so etwas ist sehr ungewöhnlich.
Und noch ungewöhnlicher wurde es, als wir anfingen, den Berg hochzurollen und weiterzurollen. Und nicht nur 100 Meter, auch nicht 500 Meter. Wir rollten und rollten und rollten 12 Kilometer. Und dann kam dieser Moment, dass wir auf diese Stelle zurollten. Auf diese Straßensperre, die auf uns wartet, mit den freundlichen Herren in Grün mit Maschinengewehren bewaffnet, die uns freundlich zugewunken haben, halt, anhalten, wie jedes Mal. Aber wir merken, wir können nicht anhalten, wir rollen. So kurbelte ich in meiner Verzweiflung das Fenster runter und schreie aus dem Fenster: Wir haben ein Problem, wir können nicht anhalten. Aber irgendwie schien es die Polizisten nicht zu beeindrucken. Sie winkten und zeigten uns, wir sollten anhalten. Und wie in einem schlechten Film rasten wir oder rollten wir auf die Polizisten zu. Sie mussten zur Seite springen. Wir rollten an ihnen vorbei und sie winkten uns freundlich hinterher. Ich bin noch heute Gott dankbar, dass sie nicht geschossen haben, auf die Reifen oder sonst wohin. Das Auto rollte weiter und wir kamen in die Stadt. Es war eine T-Kreuzung, die auf uns wartete, an der wir immer rechts abgebogen sind. Auch hier rollten wir rechts rein. Und während wir so fuhren, der Motor aus war, merkte ich, dass das Auto langsamer wurde und langsamer. Und dann sahen wir es. Wir sahen, dass auf der linken Seite der Straße eine Tankstelle war. Und die Tankstelle steuerte dann der Taxifahrer, unser Bruder aus der Gemeinde, an. Und genau an diesem Ort hielt das Auto an. Der Fahrer drehte sich zu uns um und sagte: That was a miracle. Das war ein Wunder. Zum ersten Mal redeten wir miteinander. Das war ein Wunder. Ihr könnt ihn da hinten sehen, wie er freundlich lächelt. Er hat dann seinen Bruder angerufen, der uns dann abgeholt hat. Ich bin ausgestiegen und habe ein Foto gemacht. Ich habe ein Foto gemacht, damit ich etwas nicht vergesse. Und das ist etwas, was ich mit euch teilen möchte. Wir alle sind unterwegs. Unterwegs zu einem Ort, wo wir auftanken können. Die neue Erde. Dort, wo das lebendige Wasser fließt und der Baum des Lebens steht. Dort, wo Jesus Christus ist und auf uns wartet. Er möchte uns dort mit uns die Ewigkeit verbringen. Aber es gibt ein Problem. Wir sind zwar alle unterwegs dorthin, das Leben, die Jahre gehen vorbei, aber irgendwann mal auf diesem Weg zur neuen Erde, zum neuen Jerusalem, irgendwann mal, bedingt durch Krankheit, bedingt durch das Alter, bedingt durch Schicksalsschläge oder Unfälle, merken wir etwas, dass unser Motor ausgeht, dass das Leben zu Ende geht. Keiner schafft es von sich aus an diesen besonderen Ort. Es gibt keinen, kein Mensch. Und auch du und ich werden es nicht schaffen. Und wisst ihr, dass es mir bei einer Beerdigung so richtig bewusst geworden ist? Ich habe einen Vater beerdigt, Mitte 40. Er war eigentlich noch mitten im Leben, aber eine schwere Krankheit hat sein Leben beendet. Er hinterließ zwei Jungs und eine Frau. Und ich hatte die Aufgabe, diese Beerdigung durchzuführen, und da war sein Sarg. Dort unten.
Und ich hatte die Erde in der Hand und sollte diese Formel sagen, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Und in diesem Moment, als ich das alles gesehen habe, wusste ich, irgendwann mal werde ich dort liegen und ein anderer Pastor wird dastehen und mich beerdigen. Mir war klar, kein Mensch schafft es zum neuen Jerusalem von sich aus. Es braucht ein kleines Gebet. Herr, bitte sorge du dafür, dass ich dort ankomme. Und dann wird das Unglaubliche passieren, auf das ich mich schon freue. Wenn Jesus Christus kommen wird, mit all seinen Engeln, und wenn die Posaune Gottes erschallen wird, dann werden alle gläubigen Toten auferstehen. Und wir, die wir gleichzeitig noch am Leben sind, werden mit ihnen verwandelt werden und aufgehoben dem Herrn entgegen, um bei ihm zu sein für alle Zeit. Das ist, worauf ich mich freue. Das ist das, was die Bibel uns verheißt, was sie sagt, wenn der König aller Könige kommen wird, dann wird das passieren. Möchtest du nicht das erleben? Möchtest du nicht leben? Ewig leben? Anstatt mit dem Teufel gebunden zu sein auf dieser Erde und den zweiten Tod zu erleben? Das ewige Leben ist so kostbar. Möchtest du nicht dabei sein? Möchtest du nicht heute diese Entscheidung treffen? Heute gibt es diese Möglichkeit, ganz bewusst zu sagen, ich möchte mit Jesus leben. Ich habe die Sehnsucht, auf der neuen Erde zu sein. Ich möchte die Helfer bitten, dass sie Entscheidungskarten austeilen. Denn ich glaube, dass das Wort Gottes so besonders ist, dass es nicht leer zurückkehren sollte. Ich glaube, dass Gott uns etwas mitgeben möchte, was wir uns noch gar nicht vorstellen können. Die neue Erde, das ist ein Ort, wo es keine Verletzungen gibt, kein Mobbing, weil Menschen gelernt haben, sich gegenseitig zu lieben, sich gegenseitig zu respektieren mit ihrer Unterschiedlichkeit, mit ihren unterschiedlichen Gaben, wenn sie anders aussehen, anders denken. Sie lieben sich gegenseitig. Dort an diesem Ort gibt es keine Trennung von Freunden, sondern ewige Gemeinschaft. Das ist ein Ort, an dem ich gerne sein möchte. Die Bibel verspricht, Jesus Christus verspricht, dass er uns Wohnungen vorbereitet hat. Und dort können wir unsere Freunde einladen, die Zeit mit ihnen verbringen. Es gibt dort keine Ungerechtigkeit. Keiner, der dich ausnutzen möchte oder dir Gewalt zufügen möchte. Das ist ein Ort, wo Liebe herrscht. Und wisst ihr, was mich an diesem Ort besonders fasziniert? Dort werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wisst ihr, was für ein besonderer Moment das sein wird, wenn euch Jesus Christus begegnet? Und dann werdet ihr sein Gesicht sehen. Dieses Gesicht, das für uns angespuckt wurde. Und jetzt dürft ihr es berühren. Die Hände, die für uns durchbohrt wurden, werden euch dann umarmen. Ich kann es kaum abwarten, an diesem Ort zu sein. Wenn du auch diesen Wunsch hast, und du sagst, ich möchte mein Leben Jesus ganz übergeben und mit ihm auf der neuen Erde sein. Wenn du das, was du heute gehört hast, es deine persönliche Entscheidung ist, dann lade ich dich ein, auf dieser Entscheidungskärtchen hier dieses A anzukreuzen. Dieses A ganz links. Bitte vergesst nicht,
Gott macht uns ganz klar, es gibt alles zu gewinnen oder alles zu verlieren. Ich möchte mein Leben Jesus ganz übergeben und mit ihm auf der neuen Erde sein. Vielleicht ist hier jemand, der sagt, das, was wir heute hier behandelt haben, das ist sehr interessant, was die Bibel sagt. Ich möchte gern mehr erfahren. Was sagt die Bibel alles über Jesus Christus? Was hat er alles weitergegeben? Ich möchte gerne mein Leben nach den Lehren Jesu orientieren, gerne Bibelstunden bekommen. Ich möchte gern mit jemandem die Bibel studieren. Wenn es dein Wunsch ist, dann lade ich dich ein, das B, die zweite Entscheidung sozusagen, zu markieren und das B anzukreuzen. An den letzten Abenden haben einige eine besondere Entscheidung getroffen. Sie haben gesagt, ich befinde mich an einem Wendepunkt und ich möchte das klar zum Ausdruck bringen. Sie haben das öffentlich gezeigt. Und vielleicht bist du auch derjenige, der gesagt hat, ich möchte mich gerne taufen lassen. Wenn es dein Wunsch ist, wenn du sagst, ich möchte mich vorbereiten, auch wenn es jetzt nicht in der nächsten Woche ist, aber ich habe dieses Ziel, ich möchte mich langfristig auf die Taufe vorbereiten, dann ist das diese Chance. Ich lade dich ein, C anzukreuzen und diese Entscheidung wirklich ernst zu nehmen. Das ist eine wichtige Entscheidung. Es ist die Entscheidung deines Lebens. Vielleicht denkst du, das, was wir die Woche hier gehört haben, hat mich motiviert. Ich möchte mein Leben bewusst gestalten, bewusst leben. Ich möchte Jesus und meinen Mitmenschen dienen und ein Jahr ihm weihen. Wenn es das deine Entscheidung ist, wie es auch aussehen soll, auf einer Missionsschule oder als Student Missionary im Ausland, im Inland, oder wenn du sagst, du möchtest bewusst auch den Dienst ganz Gott weihen, Theologie studieren, als Prediger wirken, als Predigerin wirken, dann möchte ich dich auch einladen, hier diese Entscheidung zu treffen, weil Gott dich braucht. Er braucht junge Menschen, die die Entscheidung treffen für ihn. Vielleicht beschäftigen dich noch einige Gedanken. Du hast viel gehört. Du kämpfst mit dir selber. Du denkst darüber nach, ich möchte gerne mein Leben ordnen. Mit Gottes Hilfe möchte ich ordnen. Ich möchte gerne mit jemandem sprechen, mit einem Pastor oder einem Seelsorger. Dann lade ich dich ein, E anzukreuzen. Und diese Entscheidung bewusst zu treffen. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr euch Zeit genommen habt, die Kreuze dorthin zu machen, wo ihr denkt, das ist meine Entscheidung, das möchte ich Gott weitergeben, dann lade ich euch ein, hinten auf der Rückseite, das ist jetzt ganz wichtig, euren Namen und eure E-Mail-Adresse drauf zu schreiben. Denn wir würden gerne mit euch in Kontakt treten und das Gespräch mit euch suchen. Euch unterstützen in diesem Entscheidungsprozess, in dieser Entscheidung, die ihr getroffen habt. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr die Möglichkeit, das zu trennen. Das hier für euch zu behalten als Erinnerung, das habe ich mal entschieden. Hier, in dieser Gebetswoche, während dieser Gebetswoche, es war ein Wendepunkt in meinem Leben. Ihr könnt es in eure Bibel legen. Und diesen kleinen Zettel, wo euer Name draufsteht und eure E-Mail-Adresse und eure persönliche Entscheidung, möchte ich euch einladen, als ein Zeichen eurer Entscheidung ganz bewusst nach vorne zu kommen und hier in diesen Behälter, diesen Coupon, hier reinzuwerfen. Und wenn alle diese Entscheidung getroffen haben und das reingeworfen haben, dann möchte ich gerne für diese Entscheidung am Ende noch beten. Ich lade euch ein, nach vorne zu kommen und das hier reinzuwerfen.
Gott hat unsere Entscheidungen gesehen und er möchte uns unterstützen. Und aus diesem Grund möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen und ganz bewusst für diese Entscheidungen beten. Lieber Vater im Himmel, du hast uns eine besondere Zeit in dieser Woche geschenkt. Es ist eine Zeit des Gebets, eine Zeit, wo wir dein Wort studieren durften. Es ist auch aber eine Zeit, wo wir wirklich von ganzem Herzen danken können. Denn wir haben gesehen, dass du ein großartiger Gott bist. Du hast uns aus Liebe erschaffen, uns aus Liebe gemacht. Es ist dein Wunsch, dass wir glücklich sind, dass wir ein Ziel und einen Sinn im Leben haben. Und aus diesem Grund hast du uns nicht alleine gelassen, auch wenn wir uns von dir entfernt haben. Du bist uns immer wieder nachgegangen. Du wolltest, dass unser Leben gelingt. Du wolltest mit uns die Ewigkeit verbringen. Und dafür danken wir dir. Danke, dass dein Sohn Jesus Christus für uns gestorben ist. Dass er sein kostbares Blut gegeben hat, damit wir leben dürfen. Und ganz besonders, dass wir dich wieder sehen dürfen. Wenn du in den Wolken des Himmels kommen wirst, das wird ein besonderer Moment sein. Und wir wollen bei dir, dem Sieger, sein. Wir wollen Gewinner sein, weil du gewonnen hast. Wir wollen die Ewigkeit mit dir verbringen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, welche Entscheidung wir heute treffen. Herr, von Herzen Dank für jeden Einzelnen, der heute bewusst eine persönliche Entscheidung getroffen hat und das auch hier zum Ausdruck gebracht hat. Herr, es ist ein Beginn, ein Wendepunkt. Und so bitten wir dich, ganz besonders für jeden Einzelnen, dass das, wofür wir uns entschieden haben, nicht in Vergessenheit gerät, dass wir festbleiben, dass wir bei dir bleiben. Segne uns, Herr, und hilf uns, nicht zu vergessen, dass du den Wendepunkt in unserem Leben schenkst. Hab Dank dafür, in deinem Namen. Amen.